Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Selector vom Team Genetz und begrüße euch herzlich zu einer neuen Figuren-Review. Ein wenig verspätet besprechen wir nämlich heute mal diese gute Anya-Figur, die mir dankenswerterweise von fictionary-world.de zur Verfügung gestellt wurde. Sorry für die Verspätung, Animagic war und daraufhin hatte ich nicht immer so die Zeit und ich wollte auch ein wenig noch testen, wie gut sie eigentlich sitzen bleibt. Dazu nachher mehr. Und ja, da ist nun die schöne Figur und ich würde sagen, wir fangen an mit den Grundinformationen. Diese schöne Anya-Figur stammt von dem Hersteller Folio. Das ist auch ein Debüt damit auf diesem Kanal. Sie kommt in einer schlichten Pappbox ohne Window-Fenster daher. Bei fictionary-world.de kostet sie aktuell 27,90. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gibt es auch nur noch 2 Exemplare gerade auf Lager, also flott sein. Ansonsten, es gibt genug andere Anya-Figuren aber noch. Sie hat von der Größe laut Angaben 10 cm, also ca. 10 cm. Das Besondere ist, sie hat einen Alternativkopf, wie ihr vielleicht gerade schon gesehen habt. Und zwar, ich habe die meiste Zeit diesen geschockten Blick bei ihr drauf. Aber es gibt theoretisch noch diesen einfach glücklich aussehenden Kopf. Und dazu gibt es von ihr noch eine Alternativfigur, und zwar diese hier. Das hier ist die Version 2, so gesehen. Diese Version hat sogar einen Rerun gehabt. Kommt halt mit dem normalen Gesicht und einmal dem Grinsgesicht. Aber ich finde sie, um ehrlich zu sein, nicht so gut getroffen. Anders als hier, da ist doch schon mal deutlich ein Improvement zu sehen. Und zu guter Letzt, diese Figur wurde mir, wie eben schon erwähnt, von fictionary-world.de zur Verfügung gestellt. Im Rahmen dessen gibt es auch einen Rabattcode, und zwar mit dem Code SLANYA5 gibt es 5% auf die komplette Bestellung. Egal, ob es nun ein normales Sale-Item ist oder nicht. Schaut auch wirklich unbedingt in der Sale-Kategorie vorbei und es ist nur einmal pro Kunde einlösbar. Also denk nicht, ach komm, ich bestelle jetzt 5, 7 Figuren einzeln, sondern wenn, packt es alles in eine Bestellung. Nun zu meiner Rezension. Erstmal das Allerwichtigste, sie sitzt einwandfrei. Weil zum Maßen ist es halt eine Nudelstopper-Figur, ich glaube, das habe ich gerade eben, ich habe die Kategorie vergessen, das ist ein Nudelstopper, das heißt, es soll eigentlich in Japan auf eine 5-Minuten-Terrine gesetzt werden, macht aber halt keiner. Eigentlich jeder kauft sie sich, um sich irgendwie ins Regal zu setzen. Und ich kann sagen, sie sitzt gut. Ich habe aber auch ein wenig nachgeholfen. Das ist auch mein Tipp an alle, die eben eine Nudelstopper-Figur holen. Holt euch Patafix. Nein, ich bin nicht sponsert von Patafix. Klebt es einfach an den Poppes, drückt sie fest und dann hält sie wirklich einwandfrei. Also ich bin jetzt innerhalb der letzten 3 Wochen mehrmals an ihr vorbeigelaufen. Ich habe sie auch an unterschiedlichen Positionen hingestellt und sie ist mir kein einziges Mal runtergefallen. Und zumaßen, ich finde eben, es ist eine 1A-Figur, denn ich habe inzwischen auch den Spy Family Anime mit meiner Freundin angefangen. Ich liebe es, wir lachen uns jeden Abend herzlichst kaputt. Und ich finde, Anya ist wirklich gut eingefangen und vor allem eben besser als die Alternativfigur. Ich finde, da ist das Gesicht irgendwie ein wenig weird. Mein Highlight ist halt vor allem das Geschockte. Also ich finde gerade der Gesichtsausdruck ist super. Ich meine, okay, das lachende Gesicht, ist es knuffig, ja. Aber das ist doch deutlich witziger. Und vielleicht auch für den einen oder anderen interessant, weil man vielleicht der eine oder andere Sorgen hat. Okay. Es ist eine Figur mit einem Kleid. Japaner legen auf Wert auf Detailgrad, aber das kann halt eben auch unangenehm sein. Nein, man kann ihr nicht unters Kleid gucken. Keine Sorge, es ist keine sexualisierte Anya-Figur. Das heißt, auch falls ihr, ich sag mal, noch bei Eltern leben ist und nicht unbedingt groß creepy für diese rüberkommen wollt, keine Sorge, dahingehend gibt es dort keine Details. Ich weiß, für viele ist sowas eben unangenehm, wenn man dann Panty-Shots und ähnliches sieht, jedenfalls auch noch, wenn sie sitzen. Das ist hier halt nicht der Fall. Jedoch habe ich eben auch 2 Kritikpunkte. Einmal allgemein an den Nudelstopper-Figuren. Die sind halt schön, ja, weil du diese irgendwie schön eben so ins Regal packen kannst und dadurch eigentlich nicht so viel Platz wegnehmen. Aber du kannst halt nicht zu viele davon haben, weil das sähe irgendwann, glaube ich, komisch aus. Dementsprechend, ne, du kannst ja auch nicht irgendwie groß in eine Vitrine packen. Und mein persönlicher Kritikpunkt an der Figur selbst, ich finde, der Hals ist ein T
Ticken zu lang. Also ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ich fand den einfach ein wenig zu lang. Das ist aber halt, glaube ich, einfach dem geschuldet, dass man eben den Kopf wechseln kann ohne Probleme. Ist vielleicht auch einfach nur meine Wahrnehmung. Kann auch sein, man muss dazu auch sagen, wenn es im Regal irgendwie klebt, so sitzt, merkst du es eigentlich auch nicht. Also das ist, dass der Hals ein paar Zentimeter zu lang sind, hatte ich nur das Gefühl, wenn ich sie so direkt vor mir habe, so wenn du nur dran vorbeigehst, fällt es mir halt echt nicht auf. Und ja, das war es eigentlich schon zu dieser Anja-Figur. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Nochmal herzlichen Dank an fictional-world.de zur Verfügung stellen. Ich gebe der Anja-Figur auf jeden Fall eine sehr, sehr solide 7 von 10. Und es freut mich einfach auch mal eine Nudelstopper-Figur ja, zu besitzen, weil diese Art von Figur habe ich noch nie gehabt. Qualität 1A, den Charakter gut eingefangen. Es ist allerdings jetzt auch nichts Weltbewegendes, aber 7 von 10 kann man auf jeden Fall machen. Und denkt an diesen Rabattcode, falls ihr bei fictional-world.de bestellen wollt. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen und ciao.